die Arktis. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist sie noch ein großes Rätsel. Unter dem Eis werden unentdeckte Landmassen vermutet. Eine Terra Incognita. Viele Expeditionen machen sich auf den Weg. Sie wollen dorthin, wo noch niemand war. Zum Nordpol. Jeder will der Erste sein. Dafür riskieren sie ihr Leben.1926 beginnt eine neue Ära. Jetzt starten Flugzeuge mit dem Ziel Arktis. Als erster schafft es der Norweger Roald Amundsen zum Pol mit einem Luftschiff. 17 Stunden braucht er für diese Premiere. ...1931 sucht ein Abenteurer eine ganz neue Herausforderung. Mit einem U-Boot will er zum Nordpol, unter dem Eis tauchen. Hubert Wilkins, ein Polarforscher aus Australien, wird mit dieser Expedition Geschichte schreiben. 75 Jahre später folgen Meereswissenschaftler seinen Spuren. Sie wollen wissen, weshalb die legendäre U-Boot-Expedition bis heute so wenig bekannt ist. Und was aus Wilkins und seinem U-Boot wurde. Hubert Wilkins wächst auf in der Steppe Südaustraliens als Sohn einer englischen Schafzüchterfamilie. Sein erstes Geld verdient er als Kängurujäger. Er ist fast immer draußen und lernt viel über Zusammenhänge von Sonne, Wind und Wolken. Wie das trockene Klima in seiner Heimat entsteht und wann es wieder regnet, sind Fragen, die ihn sein ganzes Leben lang beschäftigen werden. Eine weitere Leidenschaft wird das Fliegen. Wilkins ist Autodidakt mit vielen Talenten. Er arbeitet als Fotograf, Kameramann und Reporter. Auf der ständigen Suche nach Neuem und Unentdecktem zieht es ihn hinaus in die Welt. 1928 startet Wilkins zum ersten Transarktisflug der Geschichte. Von Alaska bis an den nördlichen Rand Europas. Und das ohne Flugschein. In dieser kalten Einöde sucht er nach den Ursachen globaler Wetterschwankungen. Sein Ziel? Spitzbergen. ...20 Stunden braucht er mit seiner einmotorigen Propellermaschine für diese Premiere. Eine Sensation. Mit seinem Pionierflug erlangt er Ruhm und Ehre. Der englische König George V. schlägt ihn sogar zum Ritter. Sir Hubert nennt sich Wilkins von nun an. Auch auf der Fifth Avenue in New York wird er stürmisch gefeiert. Beim anschließenden Festakt lernt er Suzanne Bennett kennen. Sie kommt, wie Wilkins, ebenfalls aus Australien. Jetzt versucht sie als Sängerin und Schauspielerin ihr Glück am Broadway. Nach wenigen Wochen verloben sie sich. Doch Suzanne muss bald erkennen, dass sie es mit einem rastlosen Abenteurer zu tun hat. Denn Wilkins zieht es wieder in die Ferne. Sein neuer Plan? Er möchte mit einem U-Boot zum Nordpol tauchen, unter dem Eis. Für nur einen Dollar im Jahr überlässt ihm die US-Marine ein ausrangiertes U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg. Sir Hubert baut es zu einem schwimmenden Laboratorium um.
Sein Ziel: Forschung in der Hocharktis, um das Wetter in Europa besser vorhersagen zu können. If we can demonstrate that a submarine is useful in traveling underneath the Arctic ice, I believe it may also prove useful in times for national defense and for the development of commercial possibilities along the Arctic coast of the United States and Canada. 1929 werden Hubert Wilkins und seine Frau vom New Yorker Zeitungsmogul Randolph Hearst zu einer Weltreise eingeladen, an Bord des Luftschiffs Graf Zeppelin. Diese Reise bringt Wilkins auf eine Idee. Sein U-Boot und der Zeppelin könnten sich am Nordpol treffen. Und für diese Sensation könnte es Sponsorengelder geben. Hearst ist begeistert und verspricht, die Expedition zu finanzieren. $250.000 ist er bereit zu zahlen, wenn das Rendezvous tatsächlich stattfindet. Wilkins' Vorhaben macht weltweit Schlagzeilen. Zeppelin wird Wilkins am Pol treffen, heißt es. Sogar Walt Disney hört davon und ist begeistert. Für Sir Hubert persönlich entwirft er eine Mickey-Maus-Karte. Mit den besten Wünschen für Erfolg bei allen Abenteuern. Hubert Wilkins an Bord seines U-Boots auf dem Weg zur Taufe. Im Hafen von Brooklyn warten mehr als 800 Schaulustige. Ehrengast ist Jean-Jules Verne, Enkel des berühmten französischen Schriftstellers. Ihm zu Ehren erklingt die Nationalhymne Frankreichs. Weil Alkoholverbot herrscht, tauft Lady Wilkins das Boot nicht mit Champagner, sondern mit Eiswürfeln. Schiff, ich taufe dich Nautilus. Geh jetzt auf deine wunderbaren Abenteuer. Namenspatron ist das sagenumwobene U-Boot Nautilus aus Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Auch den Leitspruch von Kapitän Nemo führt Wilkins an der Außenseite seines U-Boots auf einer Bronzetafel mit sich. Mobilis in mobili, Bewegung im Beweglichen. Ich finde es bemerkenswert, dass sich Wilkins von 20.000 Meilen unter dem Meer inspirieren ließ. Von einem Autor, der den Franzosen sehr wichtig ist. Er hat die Traumdimension übernommen, aber auch den Ehrgeiz, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. So wie die Romanhelden wollte er Daten sammeln und damit der Wissenschaft dienen. Diese Idee stammt ebenfalls von Jules Verne. Wilkins verwandelt den ehemaligen Torpedoraum seines U-Boots in eine Druckkammer. Wird der Druck in der Kammer erhöht, bekommen die Forscher langsam Ohrenschmerzen. Wenn der Innendruck größer als der Wasserdruck von außen ist, können sie eine Luke öffnen. Und haben vom U-Boot aus einen direkten Zugang zum Ozean. So etwas gab es vorher noch nie. Jetzt können die Wissenschaftler Proben aus der Tiefe entnehmen. Wie sein Vorbild Kapitän Nemo will auch Sir Hubert die polaren Meere erobern und erforschen. Seine Vermutung: Die Arktis ist die Wetterküche Europas. Auf seiner U-Boot-Expedition möchte er beweisen, der arktische Ozean spielt eine Schlüsselrolle für das globale Wettergeschehen. Er bestimmt unser Klima und ermöglicht langfristige Wettervorhersagen.
Beim Umbau der Nautilus verlässt sich Wilkins auf die Expertise seines Konstrukteurs. Keiner hat Erfahrung mit U-Booten für solche Extrembedingungen. Noch nie brach ein U-Boot in die Arktis auf. Der Plan? Ein hölzerner Überbau mit Kufen soll eine Art Gleitfahrt unter dem Eis ermöglichen. Und falls es zu einem Zusammenprall mit Eisbergen kommen sollte, dient am Bug des Bootes dieser Stoßdämpfer als Schutz. Wilkins denkt auch an weitere Notsituationen. So fürchtet er, unter dem Eis eingeschlossen zu werden. Daher lässt er eine neuartige Fräse anfertigen. Diese soll im Notfall von unten ein Loch ins Eis bohren und einen Rettungsweg ermöglichen. Der Bohrtest findet zunächst an Land statt. Der Eisbohrer soll einen künstlichen Eisblock durchbohren. Doch er bleibt stecken. Trotzdem veranlasst Wilkins keine Nachbesserung. Er steht unter Zeitdruck und will starten, solange das Wetter noch einigermaßen stabil ist. Eine weitere Neuerung ist dieser ausklappbare Abstandshalter für die Tauchfahrt unter dem Eis. Ein einmaliges, ungewöhnliches Unterwasserfahrzeug. Ob es aber für die Arktis tauglich ist, muss sich erst noch herausstellen. You will have to judge it from its time. Man muss dieses U-Boot in seinem historischen Kontext sehen. Damals war es Hochtechnologie. Nie zuvor war von unten durch die Eisdecke gebohrt worden. Und nie zuvor gab es Stoßdämpfer, die vor Eisbergen schützen sollten. Das alles war wirklich neu. Die erste Bewährungsprobe. Der Tauchtest der Nautilus. Und schon passiert ein Zwischenfall. Unkontrolliert unterschreitet die Nautilus ihre zulässige Tauchtiefe von 200 Fuß. Kapitän Dänenhauer muss prüfen, ob das U-Boot dem Wasserdruck standhalten kann. Ein großer Wassereinbruch hätte fatale Folgen für die Besatzung. Es ist noch einmal gut gegangen. Eine größere Katastrophe bleibt aus. Aber die Nautilus muss repariert werden. Der Start der Nordpol-Expedition verzögert sich. Die Zeitungen beginnen, Wilkins Unternehmen zu kritisieren. Natürlich war der Zwang, ein altes U-Boot zu nutzen, mit vielen Einschränkungen verbunden. Er hätte ein eigenes, sichereres Boot bauen können, wenn er genügend Geld gehabt hätte. Die Kritik war also schon berechtigt. Wenn man aber die Umstände berücksichtigt, weiß ich nicht, was Sir Hubert hätte anders machen können. Wilkins selbst rechtfertigt sein Vorhaben in einem Buch. Unter dem Nordpol nennt er es. Das Werk dokumentiert sein Abenteuer im Detail, noch bevor das U-Boot überhaupt den Hafen verlässt. Der Polarforscher sieht sein Buch als Einnahmequelle. Gleichzeitig soll es aber auch ein Testament für die Nachwelt sein. Falls wir wirklich scheitern sollten, möchte ich einen Bericht unserer Vorbereitungen hinterlassen, um denen zu helfen, die eines Tages erfolgreich unter dem arktischen Eis tauchen werden. Mit einer 20-köpfigen Besatzung verlässt die Nautilus die Ostküste Amerikas. Vor ihnen liegen mehr als 10.000 Kilometer. Die Zeit drängt, denn schon 2 Monate später beginnen die Herbststürme in der Arktis.
Wenn alles gut verläuft, werden Wilkins und seine Crew noch mindestens einen Monat lang unterwegs sein, bis sie den Nordpol erreichen. Ein letzter Gruß von Lady Wilkins. Später wird sie sich beklagen, sie sei die einsamste Frau der Welt. Die erste Etappe, die Überquerung des Atlantiks nach Europa. Über England geht es nach Norwegen. Ein Seeweg von 6500 Kilometern. Doch eine Woche nach Beginn der Expedition gerät die Nautilus in einen schweren Sturm, treibt unkontrolliert auf dem offenen Ozean. Die Motoren fallen aus. Die meisten Besatzungsmitglieder werden seekrank. Die Crew versucht, den Motorenschaden zu beheben. Vergeblich. Mitten auf dem Atlantik muss die Nautilus SOS senden, so wie die Titanic 19 Jahre zuvor. Die Mannschaft hat Angst. Sie war für ein prestigeträchtiges Polarabenteuer angeheuert worden. Doch jetzt wird klar, wie schlecht der Zustand des alten U-Boots wirklich ist. Zufällig ist ein amerikanisches Kriegsschiff in der Nähe. Die Wyoming hört den Notruf. Über Stunden versuchen die Schiffbrüchigen, ein Schleppseil der Wyoming mit der Nautilus zu verteuern. Dann ist es endlich geschafft. Auch die See hat sich beruhigt. Ein Offizier der Wyoming schlägt Kapitän Dannenhauer vor, die Nautilus nach England zu schleppen. Aber nicht nur das. Hubert Wilkins und seine Crew werden mit Gemüse, Zigaretten und Zeitungen versorgt. Und im Schlepp setzt die Nautilus ihre Reise fort. In der Mannschaft bilden sich zwei Lager. Während die einen noch fest entschlossen sind, die Expedition zum Nordpol fortzusetzen, überlegen andere, im nächsten Hafen von Bord zu gehen. Nach 23 Tagen erreicht die Nautilus Plymouth, Südengland. Hier muss das U-Boot wieder repariert werden. Und wieder geht viel Zeit verloren. Wilkins fürchtet, dass er nicht mehr zum Pol kommt, bevor der arktische Winter anbricht. Die Zeichen stehen schlecht, denn die Arbeiten im Trockendock dauern über einen Monat. Und immer noch liegen fast 5000 Kilometer vor ihnen. Während sich die Mannschaft im Dock die Zeit vertreibt, empfängt Sir Hubert hohen Besuch. Edward, den Prince of Wales. 5 Jahre später wird dieser König Edward VIII. Wilkins kennt ihn seit den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs. Beide begeistern sich für Technik und fürs Fliegen. Der Prince of Wales wird der erste Pilot der Royal Family. Dann wird das Dock endlich geflutet. Wilkins kann es kaum erwarten. Für ihn zählt jetzt jede Stunde. Er denkt an die bald beginnenden Herbststürme und die kürzer werdenden Tage. Die Überfahrt von England nach Norwegen verläuft überraschend problemlos und dauert ganze 4 Tage. In Bergen wird die Nautilus endgültig für die Fahrt ins Eis gerüstet. Mit neuem Proviant und wissenschaftlichen Instrumenten. Weitere Forscher gehen mit an Bord. Der deutsche Bernhard Villinger aus Freiburg im Breisgau und der Norweger Harald Sverdrup. Sverdrup gilt als bedeutendster Ozeanograf seiner Zeit. Und nochmals wird die Fahrtüchtigkeit der Nautilus kontrolliert.
Unser Oberbefehlshaber der U-Boot-Flotte Norwegens, Kapitän Tank Nilsson, wurde gebeten, an Bord zu kommen, um das Boot zu inspizieren und den Zustand zu beurteilen. Als er wieder an Deck war, sagte er zu Sverdrup, niemals würde ich meine Crews an Bord dieses U-Bootes lassen. In Bergen wird heftig spekuliert. Manche schließen schon Wetten ab, ob sie die Mannschaft der Nautilus jemals lebend wiedersehen werden. Wilkins erhält ein Telegramm von seinem Gönner Randolph Hearst mit der Aufforderung, die Expedition abzubrechen. Er soll es im folgenden Jahr nochmals versuchen, mit einem moderneren Boot. Doch Sir Hubert lässt sich nicht beirren. Spitzbergen, das nächste Etappenziel, ist noch mehr als 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt. Zum ersten Mal gerät die Nautilus ins Treibeis. An Bord wird es eiskalt. Wilkins und sein Forscherteam beginnen trotzdem mit ihren Arbeiten. Harald Sverdrup interessiert sich vor allem dafür, ob die Erde wirklich eine runde Kugel ist. Mit einem besonderen Pendel misst er die Schwerkraft, die von Ort zu Ort verschieden ist. Denn je geringer die Entfernung zum Erdmittelpunkt, desto größer die Schwerkraft und desto schneller die Ausschläge des Pendels. Und tatsächlich schwingt ein Pendel in Polnähe wesentlich schneller als am Äquator. Dank der Pionierarbeit an Bord der Nautilus weiß man heute, die Erde ist an den beiden Polen abgeflacht. Die Messungen hatten historisch gesehen eine sehr große Bedeutung, weil es die ersten Messungen auf dem Meer waren. Auf den Kontinenten kannte man die Schwere schon sehr gut, aber auf dem Meer war alles unbekannt. Je weiter sich Wilkins und seine Mannschaft dem Pol nähern, desto unerträglicher wird es an Bord. Die Temperatur sinkt unter den Gefrierpunkt. Alle müssen sich ständig in Bewegung halten, damit ihre Arme und Beine nicht steif werden. Selbst im Inneren der Nautilus schlägt sich überall gefrorenes Kondenswasser nieder. Eine Heizung gibt es nicht. Die Wasserleitungen drohen einzufrieren. Es geht nur noch darum, durchzuhalten. Auch die Bordwand ist kaum isoliert. It is no wonder that the men eventually began to fear for their very lives. Kein Wunder, dass die Mannschaft begann, um ihr Leben zu fürchten, bei all den Problemen, die es mit dem U-Boot gab, bei all den Rückschlägen. Angenommen, man wird plötzlich gezwungen, unter dem arktischen Packeis zu tauchen und muss dort einen Monat ausharren. Und dann stelle man sich vor, dass man keine Luft mehr bekommt. Das würde man niemals überleben, wenn einmal der Eisbohrer versagt. Trotz allem setzen Wilkins und das Forscherteam ihre Studien fort. Tag und Nacht arbeiten sie in der Druckkammer. Sie wollen herausfinden, welche Lebewesen in der eisigen Tiefe existieren können. Dazu lassen sie ein Planktonnetz in die Tiefe. Von den Medusen sind alle begeistert, den Kompassquallen mit ihren langen Fangarmen und ihren anmutigen Bewegungen. Wilkins notiert in sein Tagebuch: Die Medusen waren die einzigen, die unbekümmert dahin drifteten, wie Raumschiffe in der Milchstraße. Jules Verne schrieb, auch Kapitän Nemo war von den Medusen überwältigt.
Sie leisteten zum ersten Mal wertvolle wissenschaftliche Arbeit in der Arktis und zeigten damit, dass es möglich war, von einem U-Boot aus in der arktischen Ödnis zu forschen. Allein mit Wissenschaft kann Sir Hubert aber keine Schlagzeilen machen. Sein Gönner Randolph Hearst wartet auf die Sensation. Das U-Boot unter dem Eis. In seinem privaten Tagebuch bekennt Wilkins: Die anderen im Boot würden sofort umkehren, ohne Ausnahme. Wenn ich das jedoch zulasse, würde ich das Scheitern der gesamten Expedition eingestehen. So gibt er das Kommando zum Tauchen. Zuvor kontrolliert ein Helmtaucher nochmals den U-Boot-Rumpf und die Ruderanlage. Wilkins setzt alles daran, einen Unfall unter dem Eis zu verhindern. Denn er fürchtet, misslingt die Aktion, wird keiner lebend zurückkehren. Der Taucher hat schlechte Nachrichten. Ein wichtiger Teil der Steueranlage fehlt. Die beiden waagrechten Tiefenruder sind verschwunden. Damit ist der Nautilus tauchunfähig. Fragen werden laut. Wie konnte das passieren? Hatten etwa Eisbrocken die Ruder abgeschlagen? Im Polarmeer zu fahren ist für jedes U-Boot ein Risiko mit unabsehbaren Folgen. Unter der Mannschaft macht ein Gerücht die Runde. Ein Maschinist wird der Sabotage verdächtigt. Aus Angst vor dem Tod unter dem Eis habe er die Tiefenruder mutwillig beschädigt, wird gemunkelt. Die Männer an Bord hätten alles getan, um die Operation abzubrechen. Sie hatten einfach genug. Das Eis im Inneren des U-Bootes, alles triefend nass. Nein, sie mussten es irgendwie beenden. Am 28. August 1931 erreicht die Nautilus die Packeisgrenze am 82. Breitengrad Nord. Von dort sind es immer noch 800 Kilometer bis zum Pol. Trotz der fehlenden Tiefenruder will Sir Hubert seine Mission unbedingt fortsetzen. Er will der Welt beweisen, dass ein U-Boot unter dem Packeis fahren kann, bis zum Nordpol. Dies ist der erste Tag nach dem Verlust unserer Tiefenruder, an dem wir ruhiges Wetter haben. Und ich bin überzeugt, dass das Boot trotzdem unter dem Eis tauchen kann. Die Ballasttanks im Vorschiff werden geflutet. Und die Nautilus gerät dadurch in Schräglage. Mit voller Kraft rammt Kapitän Dannenhauer dann das U-Boot unter das Eis. Es war schrecklich, den Ton hören zu müssen, als das Boot an der Eiskante entlang schrappte. Es lief uns eiskalt über den Rücken. Wir dachten schon, das gesamte Deck wäre zerstört. Dennoch, Sir Hubert Wilkins und seine Crew sind die ersten überhaupt, die unter der arktischen Eisdecke tauchen. Ein historischer Augenblick. Die Filmaufnahmen zeigen, dicht unter dem Eis ist es viel heller als bislang vermutet. Bei dem riskanten Manöver wurde jedoch die Funkantenne beschädigt. Von nun an ist die Besatzung der Nautilus von der restlichen Welt abgeschnitten.
Der Funke versucht, den Kontakt mit dem Sponsor Randolph Hearst in New York herzustellen. Vergeblich. Selbst ein Notruf ist nicht mehr möglich. Roald Amundsen machte einmal eine sehr gute Bemerkung. Wenn du auf eine Polarexpedition gehst, nimm keine Funkgeräte mit. Denn wenn man dann nicht kommuniziert, machen sich die Leute zu Hause Sorgen. In den USA heißt es bereits, das Boot sei verschollen, die Crew umgekommen. Die Washington Post bringt erste Schlagzeilen. Kein Wort von Nautilus seit 4 Tagen. Doch Wilkins plagen ganz andere Sorgen. Er braucht einen Beweis dafür, dass er es mit seiner Nautilus tatsächlich unter das Eis geschafft hat. Wieder gibt er das Kommando zum Tauchen. Dieses Mal will er den Tauchgang filmen. Dazu positioniert er sich mit seinem Kameramann auf einer Eisscholle. Ihre Filmaufnahmen sollen den Beweis liefern. Schließlich hat er genug Filmmaterial und beendet die Aktion. Doch über den Erfolg kann sich Sir Hubert nicht wirklich freuen, denn er befürchtet, für eine Schlagzeile reicht das nicht aus. Immerhin, er und seine Mannschaft können sich endlich die Füße vertreten, nach fast 4 Wochen an Bord ihres engen, kalten und feuchten U-Boots. Um den aktuellen Standort der Nautilus zu bestimmen, orientieren sich die Forscher am Sonnenstand, so wie es auch schon Kapitän Nemo von seiner Nautilus aus getan hat. Sie können froh sein, dass keine Wolke die Sonne verdeckt, sonst wären Ortsbestimmungen nicht möglich. Unterdessen haben Hubert Wilkins und der Funker eine provisorische Antenne aufgebaut. Sie hören wieder Signale und melden, es gehe ihnen gut. Prompt antwortet ihr Sponsor Randolph Hearst aus New York. Mein lieber Sir Hubert, ich bin überaus glücklich, gute Nachrichten von Ihnen zu hören. Doch ich habe zunehmend Zweifel am Wohlergehen Ihrer selbst und der Besatzung. Kommen Sie doch bitte jetzt zurück. Eine bittere Nachricht für Wilkins. Das geplante Rendezvous am Nordpol mit dem Zeppelin ist abgesagt. Hearst streicht alle weiteren Gelder. Wilkins ahnt, zurück in New York wird er hochverschuldet sein. Rund $100.000 hatte er in das Abenteuer investiert. Fast sein gesamtes Privatvermögen. Er und der norwegische Ozeanograph Sverdrup sehen nur eine Chance, die Arktis-Expedition ohne allzu großen Schaden zu beenden. Sie konzentrieren sich auf ihre ozeanografischen Messungen. Mit Hilfe einer sogenannten Nansen-Flasche bestimmen sie Temperatur und Salzgehalt in den Tiefen des Polarmeers. Dann lassen sie ein Gewicht in die Tiefe sausen. Dieses schlägt unten auf die Nansenflasche auf und sorgt dafür, dass sie dicht verschlossen ist. Jetzt kann nichts mehr rein und nichts mehr raus. Die Nautilus hat schon damals einen ganz wichtigen Befund aufgezeichnet, nämlich, dass es einen Ast des Golfstroms gibt, der weit in die Arktis hineinreicht. Und dieser Ast, den kann man feststellen
anhand des Salzgehalts und anhand der Temperatur, denn der Golfstrom ist verbunden A mit einem hohen Salzgehalt und B selbstverständlich mit einer relativ hohen Temperatur. Der Golfstrom ist also für das milde Klima Europas verantwortlich. So blüht selbst im norwegischen Bergen der Rhododendron, der ursprünglich aus den asiatischen Subtropen stammt. Wilkins Messungen ergeben, der Salzgehalt in den Tiefen der Arktis ist besonders hoch. Es ist abgekühltes Wasser des warmen, salzreichen Golfstroms, das vom Süden in den Norden fließt. So entsteht ein weltweiter Kreislauf von Meeresströmungen, die unser Klima bestimmen. On sait maintenant que les régions polaires et particulièrement les régions arctiques. Heute wissen wir, dass die Polarregionen, insbesondere die Arktis, Schlüsselregionen sind, um den Motor der Klimaveränderungen zu verstehen. Dass mit Wilkins Nautilus bereits 1931 Proben aus bis zu 3000 Metern Tiefe genommen wurden, ist heute von unschätzbarem Wert. Nach 3 Wochen im Eis bricht Wilkins seine Expedition ab. Die Nautilus nimmt Kurs auf Norwegen. Doch das Nordpolarmeer zwischen der Packeisgrenze und Spitzbergen ist eine berüchtigte Wetterküche. Wieder gerät das U-Boot in einen schweren Sturm. Wieder werden viele seekrank. Am 20. September läuft den Nautilus in Bergen ein. Die Schaulustigen können kaum glauben, dass die Mannschaft überlebt hat. Das U-Boot hat erneut einen Motorschaden und kann nicht nach New York zurück. Die US-Marine ordnet an, es vor der norwegischen Küste zu versenken. Der Fjord vor Bergen wird zum Grab der Nautilus. Der Funker sendet eine letzte Nachricht in den Äther. Goodbye, Nautilus. Es wird für dich immer einen Platz im Herzen deines Radiomannes geben. Für das erste U-Boot, das jemals in die Arktis aufbrach. Wilkins selbst ist schon nach Amerika zurückgekehrt. Seinen Wunsch, mit dem U-Boot zum Nordpol zu fahren, konnte er sich nicht erfüllen. Unbemannt macht die Nautilus ihren letzten Tauchgang. Bis heute beschäftigt es die Wissenschaft, warum Sir Hubert seine U-Boot-Expedition abbrechen musste. Die Schlüsselfrage der Forscher lautet, war es wirklich Sabotage? Im Zweiten Weltkrieg wird Wilkins Traum, das Wetter langfristig vorherzusagen, Wirklichkeit. In der Arktis entsteht ein dichtes Netz von Wetterstationen. Ein Meilenstein der Meteorologie. In den 50er Jahren kommt es zu einer Entwicklung, die auch für Wilkins von Bedeutung ist. Amerika baut das erste nuklear betriebene U-Boot der Welt. Ein Gigant, 3000 Tonnen schwer und 100 Meter lang. Die First Lady Amerikas, Mammy Eisenhower persönlich, tauft das Boot. Wieder auf den Namen Nautilus. Dieses Mal standesgemäß mit Champagner und nicht mit Eiswürfeln wie 1931. Der Stapellauf markiert einen Wendepunkt in der U-Boot-Entwicklung. Wilkins Wunsch, lange Strecken unter dem Eis zu tauchen, kann nun Realität werden. Das Kraftwerk an Bord ermöglicht der Besatzung einen relativ komfortablen Alltag. So gibt es Klimaanlagen, Kühltruhen voller Vorräte und mehr Platz. Kein Vergleich zur alten Nautilus.
Dann 1957 bringt eine sowjetische Rakete den ersten Satelliten in die Umlaufbahn, Sputnik 1. Damit verlieren die USA den Wettlauf ins All. Um von der Niederlage abzulenken, schicken die Amerikaner die Nautilus auf eine geheime Mission. Operation Sunshine. Nur wenige kennen die Route. Die Nautilus nimmt Kurs auf die Arktis und taucht zum ersten Mal unter den Nordpol. Auf den Spuren von Sir Hubert legt sie in 96 Stunden mehr als 3000 Kilometer unter dem Eis zurück. Und wenig später überschreitet sie auch die 20.000-Meilen-Marke aus Jules Vernes Roman. Beim feierlichen Einlaufen in den Hafen von New York ist Wilkins nicht dabei. Die Öffentlichkeit hat Sir Huberts Pionierfahrt längst vergessen. Obwohl Wilkins' Nautilus-Expedition zum Nordpol scheiterte, bewies er, dass U-Boote unter dem Polareis tauchen können. Wenige Kilometer von Bergen entfernt liegt seit Jahrzehnten die Nautilus am Grund des Beifjords. Mit einem modernen Tauchboot wollen Forscher den Spuren von Wilkins folgen. Sie möchten herausfinden, weshalb sein legendäres U-Boot-Abenteuer fehlschlug und am Wrack nach Belegen für die Sabotagetheorie suchen. Inzwischen gilt Hubert Wilkins als einer der bedeutendsten Polarforscher des 20. Jahrhunderts. Auch seine U-Boot-Mission ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Deshalb soll das Wrack der Nautilus ein geschütztes maritimes Denkmal Norwegens werden. Dieses Zwei-Mann-Tauchboot kann über 400 Meter tief tauchen. Es wird angetrieben von Elektromotoren und kann im Notfall bis zu einer Woche unter Wasser bleiben. Schon wenige Meter unter der Wasseroberfläche nimmt das Licht rapide ab. Das Wasser ist trüb. Zwei parallele Laserstrahlen helfen den Forschern, Gegenstände unter Wasser zu vermessen. Nach einer halben Stunde setzt das Tauchboot am Grund des Fjords auf. Oben wird der Einsatz von einem Mutterschiff aus überwacht. 346 Meter. Okay. Ständig sendet das U-Boot Schallwellen aus. Damit kann die Nautilus geortet werden. Und dann, in 343 Metern Tiefe, ist auf dem Bildschirm ein Signal zu erkennen. Die Nautilus. Okay, wir stehen davor. Wir haben die Nautilus gefunden. Okay, Jürgen, fantastisch. Felicitations. Mit diesen Kufen sollte die Nautilus damals unter dem Eis gleiten. Und diese Luke war für Sir Hubert das Tor zur eisigen Außenwelt. Heute ist die Nautilus ein Paradies für Garnelen. Auch ein Anglerfisch hat hier unten sein Revier. Mit seiner beweglichen, umgebildeten Rückenflosse lockt er seine Beute. Vorn am Bug der Stoßdämpfer, der nie zum Einsatz kam. Einst bei der Taufe stand hier Sir Hubert mit seiner Frau Suzanne und Jean-Jules Verne. Der Namenszug Nautilus ist heute von Moostierchen, Rotalgen und anderen marinen Siedlern überwachsen.
Der große Eisbohrer ist ebenfalls noch gut erhalten. Damals sollte er bei einem Unfall als Fluchtweg dienen. Und dieser dünne Eisbohrer sollte die Luftzufuhr für den Nautilus unter dem Eis regeln. Heute leben dort Krebstiere, die seine langsam zuwachsende Oberfläche abgrasen. Die hölzernen Deckaufbauten sind längst verrottet. Bislang finden die Forscher keine Hinweise für eine Sabotage. Sie interessieren sich besonders für das Heck der Nautilus. Denn dort waren einst die Tauchruder befestigt, die dann auf rätselhafte Weise verschwanden. Die Forscher wollen prüfen, ob die Tiefenruder mutwillig entfernt wurden und ob sich der Sabotageverdacht bestätigen lässt. Aber sie erreichen die Ruder nicht. Das Heck liegt tief im Sediment vergraben. Mit ihrem Tauchboot kommen die Forscher nicht weiter. Wie einst Sir Hubert müssen auch sie ihre Expedition vorzeitig abbrechen. Ein mit einem Roboter ausgestattetes Bergeschiff kommt zum Einsatz. Die Forscher an Bord haben einen Bauplan der Nautilus. So können sie bestimmen, wo der Roboter eingesetzt werden soll, um den Schlick zu beseitigen. Der Roboter ist ferngesteuert. An einem Versorgungskabel wird er in die Tiefe geführt. Mit dieser besonderen Saugpumpe möchten die Forscher das Heck der Nautilus freilegen und die entscheidende Stelle untersuchen, an der einst die Tiefenruder befestigt waren. Sie erwarten endlich eine Antwort auf ihre Frage, ob sie wirklich mutwillig in einem Sabotageakt entfernt wurden. Eine Videokamera überträgt Bilder in den Kontrollraum des Mutterschiffs. Sie zeigen, der Roboter muss einige Kubikmeter Schlick beseitigen. Und das dauert Stunden. Gespannt warten die Forscher auf ein Ergebnis. Durch das Saugen entsteht eine Schlammwolke. Dennoch erhalten die Wissenschaftler einen Eindruck von der Aufhängung der Ruderanlage. Daraus schließen sie, eine Sabotage gab es nicht. In Bergen bestätigen Spezialisten der norwegischen Marine ihre Vermutung. It's very likely that if the Nautilus had been plowing through. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Nautilus bei der Fahrt durch dichtes Eis beschädigt wurde. Es lagen überall Eisbrocken im Weg. Die dünnen Halterungen der Tiefenruder wurden wahrscheinlich demoliert und nach innen gebogen, sodass die Ruder abfielen. Sabotage hin oder her, das Wichtigste ist doch, dass die Nautilus ihre Tiefenruder verlor und damit nicht unter die Eisdecke tauchen konnte. Das wäre Selbstmord gewesen. Die Besatzung, die Wissenschaftler, Wilkins, alle wären umgekommen. Aber sie sind alle lebend zurückgekehrt und allein das ist schon eine Heldentat. Sir Hubert beteiligt sich nie an den Spekulationen um eine Sabotage. Er selbst wünscht sich bis ins hohe Alter, noch einmal eine U-Boot-Expedition zu unternehmen. Im Oktober 1958 trifft er den Kommandanten des Atom-U-Boots Skate, James Calvert. Wilkins schlägt vor, im Winter unter dem Nordpol zu tauchen. Doch 6 Wochen nach dieser Aufnahme stirbt er. Im Alter von 70 Jahren.
Aber mit seiner Idee hat Wilkins recht behalten. U-Boote können den Nordpol erobern. In diesem historischen Augenblick gedenkt Kommandant Calvert seines verstorbenen Idols Sir Hubert Wilkins. An diesem Tag ehren wir einen der größten Männer dieses Jahrhunderts. Er opferte sein gesamtes Leben den verdienstvollsten Aufgaben und dem Versuch, die Horizonte der Menschheit zu erweitern. Auch die Asche seines Freundes hat er mitgeführt und überlässt sie dem arktischen Wind. Sir Hubert hat endlich den Nordpol erreicht.